Nein. Das Nothing Phone One hat einen richtigen Hype ausgelöst, denn sowas wie das durchsichtige Design mit den aufleuchtenden LEDs auf der Rückseite hat es bei einem Smartphone noch nie gegeben. Dazu kommt die clean symmetrische Vorderseite und ein attraktiver Preis von 470 Mack. Doch kann das Smartphone noch mehr als nur gut aussehen und lohnt sich ein Kauf? Das alles und mehr erzähle ich dir jetzt in diesem Review. Let's go! Hi, ich bin Alex von TechSam und ich quatsche gerne über Smartphones und Technik. Wenn du Abschiedswinker auch in Zukunft keine Smartphone-Tests verpassen willst, dann abonniere jetzt schleunigst diesen unfassbar tollen Kanal und aktiviere die Glocke, aber dalli dalli. Kurze Ankündigung in eigener Sache: Ich verlose aktuell ein Nothing Phone One. Ja, du kannst das Handy gewinnen. Wenn du beim Gewinnspiel mitmachen willst, findest du den Link dazu in der Beschreibung. Beginnen wir beim Design. Denn das Erste, was einem am Nothing Phone auffällt, ist, dass hier irgendwas anders aussieht. Die Rückseite ist transparent gehalten und lässt einen Blick in die inneren Komponenten zu. Naja, jedenfalls teilweise. Eigentlich sind die Komponenten abgedeckt, aber man sieht unter anderem die Ladespule. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Was einem neben dem schicken Design aber noch auffällt, sind diese blinkenden LEDs. Über 900 Leuchtdioden sind in der Rückseite verbaut. Diese leuchten jedes Mal, wenn eine Benachrichtigung reinflattert oder man angerufen wird. Mehr dazu erzähle ich dir später. Zur Auswahl gibt es zwei Farben, schwarz und weiß. Der Rahmen des Handys ist flach bzw. kantig gehalten und aus 100% recyceltem Aluminium. Er fühlt sich sehr hochwertig an und erinnert stark an ein iPhone 13. Hier wurde ordentlich abgekupfert. Dagegen ist prinzipiell nichts Schlimmes zu sagen, wäre das Inhandgefühl durch die kantigen Seiten nicht so unangenehm. Denn das Phone One liegt genauso wie ein iPhone 13 nicht gut in der Hand. Hier wurde mehr auf Design als auf Nutzen geachtet. Sowas finde ich bei einem Nutzungsgegenstand wie einem Handy immer sehr schade. Auch verschmutzt der Alurahmen schnell und färbt sich dann leicht schwarz. Das kriegt man durch leichtes Wischen wieder weg, aber ich habe das so bei Aluminium noch nicht gesehen. Die Glasrückseite fühlt sich leider auch nicht nach Glas, sondern eher nach Kunststoff an. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Die Tasten sind dagegen hervorragend und haben tolle Druckpunkte. So müssen Buttons klicken. Das Design des Nothing Phone ist toll, da es mal was ganz Neues ist. Bei der Haptik bin ich aber zwiegespalten, da es Vor- und Nachteile gibt. Dreht man das Handy um, zeigt sich das 6,55 Zoll große AMOLED-Display, welches über die ganze Vorderseite erstrahlt. Auch wenn das Handy auf dem Datenblatt kein riesiges 6,7 Zoll und mehr großes Display hat, sollte man sich bewusst sein, dass es sich um ein großes Smartphone handelt. Die 193 Gramm Kampfgewicht unterstreichen das. Die Displayränder sind auffällig symmetrisch, das sieht man sonst nur in teureren Smartphones. Klasse. Dafür sind die Ränder dicker als sonst. Auch hier erinnert mich das Nothing Phone an ein iPhone. Ob das noch Zufall ist? Das Display an sich ist ein sehr schönes AMOLED-Panel mit kräftigen Farben, stabilen Blickwinkel und 120 Hz Bildwiederholrate, womit alle Bewegungen und Animationen flüssig sind. Die Vorderseite kann sich auch definitiv sehen lassen. Das Einzige, was mich etwas gestört hat, ist die Helligkeit. Man kann zwar draußen alles ablesen, wenn die Sonne aber richtig knallt, kann es schwer werden, Inhalte zu erkennen. Da war ich leider etwas enttäuscht. Im unteren Bereich ist ein optischer Fingerscanner verbaut, der schnell und zuverlässig funktioniert. Ich hätte ihn nur gerne etwas weiter oben gesehen. Als Lautsprecher wurden Stereo-Speaker verbaut. Die Verteilung würde ich mit 40-60 beschreiben, also das meiste kommt unten aus dem Rahmen. Deswegen klingt es nicht ganz so harmonisch, wie man es mittlerweile gewohnt ist. Die Lautstärke ist auch nicht so laut wie bei der Konkurrenz. Gerade im unteren Bereich wird der Ton viel zu leise. Insgesamt würde ich sagen, sind die Lautsprecher leicht unterdurchschnittlich, aber immer noch in Ordnung. Positiv war ich dagegen vom Vibrationsmotor angetan. Er gehört definitiv zu den besseren und ist in der Preisklasse eher selten, denn er gibt punktuelle Stöße von sich, die sich angenehm anfühlen. Das ist top. Jetzt geben wir kurz ab in die Werbung. Mein RTL. Als Maul! Willst du auch die Kunst des Videoschneidens erlernen und mit Final Cut Pro 10 durchstarten, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann habe ich die Lösung für dich. In meinem neuen Videokurs zeige ich dir in über 2 Stunden, wie man von Anfang bis Ende Final Cut meistert, damit du auch bald dein erstes YouTube- oder Urlaub-Video schneiden kannst. Spare dir die Zeit und klicke dich nicht durch verschiedene Online-Tutorials, sondern nehme die Abkürzung und lasse dir von A bis Z in über 40 Videos von mir alles Wichtige beibringen. Fange heute noch an mit deiner ersten Session. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Mein RTL. Klappe ja! Kommen wir zum Prozessor. Angetrieben wird der ganze Bums vom Snappy 778G Plus. Diesen oberen Mittelklasse-Chip kennt man schon aus dem Motorola Edge 30. Die Performance im System ist sehr gut. Apps starten schnell und unverzüglich, es gibt keine Ruckler. Merke ich einen Unterschied zu einem High-End Snappy 8 Gen 1? Ja. Ist der Unterschied groß? Nein. Das System ist gut optimiert und dank der 120 Hz flutscht meistens alles. Denn die Power des 778G Plus sollte für die allermeisten vollkommen ausreichen.
Spiele laufen flüssig auf hohen Grafik-Settings, das ist kein Problem. Nur wer Genshin Impact mit 60 FPS spielen will, der braucht wohl mehr Power, aber insgesamt bin ich mit der Performance mehr als zufrieden. Über die Software kann ich das hingegen noch nicht sagen. Vorinstalliert ist das neueste Android 12 mit NothingOS 1.1. Im Prinzip bekommt man hier Stock Android mit einigen grafischen Anpassungen wie die Nothing Font. Meiner Meinung nach sieht das System sehr schön und clean aus. Allerdings wurde der Minimalismus teilweise zu stringent umgesetzt, denn ich habe einige Features vermisst. Es gibt zum Beispiel keinen One-Hand-Mode und auch keine Extra-Gesten zum Erstellen eines Screenshots oder Starten des Splitscreen-Modus. Solche Convenience-Gesten sind heute im Android-Bereich eigentlich Standard. An dessen Abstinenz musste ich mich nun erstmal gewöhnen. Vor allem habe ich aber eine Geste zum schnellen Aktivieren der LEDs vermisst. Da hat man schon so ein geiles Feature verbaut und kann es nicht direkt ansteuern. Insgesamt wurde hier viel Potenzial verschenkt. Immerhin ist ein Always-On-Display enthalten, welches man aber nicht am Design anpassen kann. Und dann gibt es ja noch das Glyphen-Interface, also den Menüpunkt, mit dem man die LEDs einstellen kann. Im Prinzip kann man hier nur einen von 10 Klingeltönen auswählen. Die LEDs leuchten dann entsprechend synchron zum Klingelton, wenn man eine Benachrichtigung bekommt oder angerufen wird. Das sieht schon cool aus. Nach einigen Tagen der Nutzung muss ich aber sagen, ich sehe das eher als Gimmick, denn zum einen sind die Glyphen nicht wiederholt am Blinken, wie man es von klassischen Benachrichtigung-LEDs kennt, sondern blinken nur einmal. Zum anderen muss man das Handy immer mit dem Display nach unten hinlegen, um dieses Feature zu nutzen. Da kann es sein, dass man mal ganz schnell eine Oberfläche erwischt, die Staub hat und der klebt dann auf dem ganzen Display. Man kann auch nicht sagen, von welcher App gerade eine Benachrichtigung ankam. Bei dem AOD sehe ich sofort, was abgeht und habe auch noch die Uhrzeit, das Datum und den Akku im Blick und kann das Gerät sogar noch sofort entsperren. Ein Always-On-Display ist im Alltag also deutlich praktischer. Ich sehe die LEDs damit nur als Spielerei, die mir im Alltag keinen echten Mehrwert bieten konnten. Sorry. Allgemein war die Software an manchen Stellen noch buggy und wirkte unfertig. Das war aber abzusehen, wenn man sich das erste Handy von einem jungen Startup kauft. Man kann nur hoffen, dass an der Software noch schnell gearbeitet wird. Immerhin sind 3 Jahre OS und 4 Jahre Sicherheitsupdates garantiert, wenn es die Firma in 3 Jahren noch gibt. Kommen wir nun endlich zur Kamera. Verbaut ist eine Dual-Kamera. Eine Ultraweitwinkel- und eine Weitwinkellinse mit jeweils 50 Megapixel. Ich finde es gut, dass hier 2 vollwertige Sensoren verbaut wurden und keine 2 Megapixel Trash-Linsen. Da können andere Hersteller von Nothing noch was lernen. Der Hauptsensor ist ein Sony IMX766, der kommt auch schon in deutlich teureren Smartphones wie dem Oppo Find X5 Pro zum Einsatz. Der Ultraweitwinkelsensor ist von Samsung und kleiner. Entsprechend ist auch die Qualität der Ultraweitwinkelaufnahmen nicht so gut wie die der Hauptkamera. Aufnahmen haben zwar überdurchschnittlich viele Details, dank des 50-Megapixel-Sensors, der Aufnahmen in 12 Megapixel macht, allerdings sind die Farben etwas ausgewaschen und an den Rändern geht typischerweise Schärfe verloren. Dennoch ist die Kamera besser als alle 8-Megapixel-Sensoren der Konkurrenten. Die Hauptkamera hingegen hat mir deutlich besser gefallen. Hier bekommt man wirklich schöne Aufnahmen mit realistischen Farben, viel Schärfe und guter Dynamik. Da wurde ich wirklich positiv überrascht. Der Sony IMX766-Sensor ist einfach über jeden Zweifel erhaben und die Aufnahmen des Nothing Phone One unterstreichen das. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Zoom geht bis maximal 20-fach digital, die Qualität nimmt aber schon bei geringen Zoomstufen deutlich ab. Das ist meiner Meinung nach eine der größten Schwächen der Kamera. Da habe ich selbst schon bessere Zoom-Ergebnisse von anderen Handys gesehen, die ebenfalls keine Zoom-Kamera verbaut hatten. Videos gehen bis maximal 4K30 und sind in 4K und 1080p erstaunlich detailreich und bieten schöne Farben. Allerdings ruckeln die Aufnahmen bei mir etwas, das geht leider gar nicht. Da muss unbedingt noch nachgebessert werden, sonst bin ich mit den Videoaufnahmen aber zufrieden. Bei Nacht bietet die Ultraweitwinkelkamera natürlich deutlich weniger Qualität als am Tag. Das ist bei diesen kleineren Sensoren aber nichts Neues. Einige Bilder waren sogar im Nachtmodus unbrauchbar, weil sie Bildfehler enthielten. Das waren aber nur ganz wenige Aufnahmen, ich möchte es der Vollständigkeit halber nur erwähnen. Hier sollte auch unbedingt nochmal nachgebessert werden. Die Hauptkamera hingegen kann auch bei Dunkelheit überzeugen und liefert schöne, helle Aufnahmen mit realistischen Farben und vielen Details. Der Himmel ist mir ab und an zu blau gefärbt, aber das geht noch in Ordnung. Videoaufnahmen in Dunkelheit konnten mich auch überzeugen. 4K30 ist erstaunlich rauscharm, gut stabilisiert und ausreichend hell. Das hätte ich so nicht gedacht. In 1080p gibt es speziell einen Videonachtmodus. Wenn man diesen aktiviert, werden die Videos noch etwas heller. Einen großen Unterschied zum normalen Videomodus konnte ich allerdings nicht feststellen. Die Aufnahmen wabbeln dafür etwas mehr. Ich würde daher zum normalen Videomodus greifen. Insgesamt hat mich das Kamerasystem im Nothing Phone One positiv überrascht. Schon die Ultraweitwinkellinse liefert gute Aufnahmen. Die Hauptkamera kann aber dann auf ganzer Linie überzeugen und macht Top-Fotos und Videos in allen Lichtbedingungen. Für ein First-Gen-Produkt ist das richtig stark. Das hat OnePlus, Nothing richtig gut hinbekommen. Kommen wir zum Akku.
4500 Zellen sind verbaut. Damit kam ich auf Laufzeiten von 1 bis 1,5 Tagen. Das ist ein guter Wert. Mit dem stromsparenden Prozessor hätte ich aber mit noch besseren Laufzeiten gerechnet. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 33 Watt, was circa eine Stunde dauerte. Die Konkurrenz bietet hier meist schon 65 Watt und lädt ihre Handys in 30 Minuten auf. Das Netzteil muss man sich separat dazu kaufen, da es nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wie nachhaltig das ist, wenn man dann noch eine Extrabestellung nur wegen dem Netzteil aufgibt, sei mal dahingestellt. Erfreulich ist, dass das Smartphone auch kabellos geladen werden kann. Das ist für den Preis nicht selbstverständlich. Reden wir zum Schluss noch über den Preis. 470 Euro UVP kostet die 128 GB Version in schwarz. Der Speicher kann nicht erweitert werden. Wer die weiße Version will, muss die 256 GB Version nehmen, die 500 Euro kostet. Für 50 Euro mehr gibt es dann noch eine 512 GB Version mit 12 GB RAM. Insgesamt ist der Preis für die gebotene Leistung etwas zu hoch, aber noch in Ordnung. Man zahlt hier natürlich etwas drauf für das außergewöhnliche transparente Design und die LEDs. Mit dem Nothing Phone One ist Carl Pei ein weiterer Coup gelungen. Mit geschicktem Marketing hat er um das Smartphone einen Hype ausgelöst, welches im Kern eigentlich ein stinknormaler Midranger mit besonderem Design ist. Das Glyphen-Interface, welches aus 900 LEDs besteht, ist etwas ganz Neues und hat es so in einem Smartphone noch nie gegeben. Die blinkenden Lichter sehen cool aus und sind ein echter Hingucker, wenngleich sie keinen signifikanten Mehrwert im Alltag bieten. Der Rest vom Smartphone kann dafür überzeugen. Das Display ist schön symmetrisch, könnte aber etwas heller sein. Die Performance ausreichend für 99% der Leute und die Software zwar noch etwas buggy, aber in Ordnung. Die Kamera liefert hingegen schöne Aufnahmen in allen Lichtbedingungen und hat mich am meisten überrascht. Für 470 Euro ist das Nothing Phone One kein Flaggschiff-Killer oder Preis-Leistungs-Kracher. Das will es aber auch nicht sein. Wer das Nothing Phone kauft, der tut es wegen dem schicken Design, weil die anderen Handys mittlerweile alle gleich aussehen und kaum Innovationen bieten. Hier bekommt man also was richtig Schickes, womit man definitiv auf der nächsten Corona-Party auffällt. Kann ich das Nothing Phone One also empfehlen? Ja! Wenn du Bock auf was Neues, Unkonventionelles hast, dann machst du mit dem Nothing Phone One nichts falsch. Wenn du das meiste für dein Geld haben willst, ist ein Samsung Galaxy S21 FE die deutlich klügere Wahl. Manchmal will man aber gar nicht die klügste, sondern die spaßigste Entscheidung treffen. Wenn du dir das Handy jetzt kaufen willst, findest du die Links dazu in der Beschreibung. Jetzt bist du gefragt, Freundchen. Wie gefällt dir das Nothing Phone One? Wirst du es dir kaufen? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und hilfreich war, dann gib mir gerne ein Like, um meine Arbeit zu unterstützen. Falls du mir einen Kaffee ausgeben willst, kannst du das gerne über den Thanks-Button tun. Alles natürlich auf freiwilliger Basis. Wenn du nicht genug von mir bekommst, stalk mich gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links sind in der Beschreibung. Wenn du jetzt hier links klickst, kommst du zu meinem Gewinnspiel zum Nothing Phone One oder klicke hier rechts zu meinem Unboxing und Ersteindruck des Handys. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.